Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen The Pathless und zwar im Livestream. Bedeutet für die Leute auf YouTube, ich werde manchmal Fragen beantworten, die mir die Leute im Chat gestellt haben. Und wir beginnen ein neues Spiel. Ich habe schon mal kurz reingeguckt, habe schon mal die Soundsachen alle eingestellt. Ich hoffe, es ist so in Ordnung. Und dann stürzen wir uns in ein neues Abenteuer. Eine dunkle... Oh Gott. Laut der Legende liegt der Ausgangspunkt dieses Fluchs auf der uralten Insel am Rande der Welt, wo sich das Reich der Menschen und das Reich der Geister überschneiden. Viele sind zur Insel gereist, um den Fluch zu brechen. Keiner von ihnen ist zurückgekehrt. Die Finsternis greift um sich. Die letzte Jägerin macht sich auf den Weg, das Licht zurückzuerobern, das der Welt gestohlen wurde. Sorry, den ersten Satz musst du dir alleine lesen. Ein Satz verpennt. The Pathless. Die Zwischensequenzen, die stoppen ab und zu ein bisschen. Ich weiß nicht, an was es liegt. Das ist aber auch passiert, als ich nicht aufgenommen habe. Keine Ahnung, ich habe voll den starken PC. Also... an dem kann es eigentlich nicht liegen. Ja, ich hoffe, das stört nicht. Was voll nerv- oder etwas seltsam ist, ist das hier. Ich kann die ganze Zeit mit der Kamera mich umgucken. Und das manchmal wird mir dann ein bisschen... also das muss man echt aufpassen, dass einem da nicht schlecht wird. Ja. Normalerweise ist ja die, bei Spielen die Kamera fix, dass es hinter deinem Charakter ist, aber hier kannst du die ganze Zeit machen. Sollte man nicht zu oft machen, weil wie gesagt, mir wird dann dabei schlecht. Die kann wahnsinnig hoch springen, das kann ich mit der Maus machen oder mit der Leertaste. Und hier ist der Clou vom ganzen Spiel. Ich habe einen Bogen und wenn ich diese Ziele treffe... Ich habe übrigens hier so ein Auto-Aim, das finde ich auch sehr toll. Ich muss es, wenn ich es anvisiert habe, kann ich einfach da drauf drücken. Dann wird da unten so ein Balken aktiviert und dann kann ich Shift drücken und dann rennt die richtig schnell. Und wenn ich dann schieße, dann wird es halt immer schneller. Und das Spiel ist halt hier, ja, es geht hier um Schnelligkeit. Und um möglichst stylisch durch die Welt zu kommen. Der große Vogel wurde gefangen und diese komischen Steinstatuen, die halten den da irgendwie fest. Wir kriegen von ihm ein Siegel und sollen ihn befreien. Und das machen wir gerne. Der Vogel erinnert mich total an Maharute von Bernhard und Bianca. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, den Disney-Film. Er ist nicht golden wie Maharute, aber die Größe stimmt schon mal. Wow. Also die fetzt hier voll die ganze Zeit durch die Welt. Es macht voll Bock. Also mir macht es total Spaß. Es wird nicht viel geredet. Wir haben jetzt eine magische Maske bekommen. Die Geistermaske verleiht dem Träger die Fähigkeit, die Risse in der Welt zu sehen und Wege zu finden, wo es vorher keine gab. Aber Vorsicht, wer die Maske einmal getragen, sieht die Welt nie wieder mit denselben Augen. Ich kann hier durch die Wand jetzt gehen. Und dann geht sie weiter. Und wenn ich springe und das mache, dann... Wow.
hopst den noch höher. Und wie gesagt, das sieht voll geil aus. Ich finde, es sieht cool aus. Vielleicht finden es manche langweilig, keine Ahnung. Aber ich finde es echt mega. Oh, warte mal, hier ist noch was. Was das ist, habe ich leider noch nicht rausgefunden. Ich denke aber, wenn ich ja alles voll habe, kriege ich vielleicht mehr von diesen, dass ich länger einen längeren Ladebalken habe oder so. Keine Ahnung. Der Kampf zwischen der Adlermutter und dem Gottesmörder war das Schlimmste, was ich je mit ansehen musste. Sollte sie gefallen sein, ist das Schicksal besiegelt. Wer wird sich nun gegen den Gottesmörder erheben? Nur mit der Kamera habe ich hier noch ein paar Probleme. Ein Segel haben wir gelöst. Bleiben noch zwei. Wie gesagt, möglichst stylisch und cool durch die Welt kommen. Ah, das habe ich nicht mehr geschafft. Ich weiß nicht, ob es ein, hier, wenn man runterspringt, ob es einen Fallschaden gibt. Ja, das fand ich gut. Das Problem ist, wenn man so viel Speed hat, dann schießt man halt auch echt schnell übers Ziel hinaus. Kleinen Moment, da hinten ist noch ein Licht. Wir werden das andere gleich machen. Ah, diese Genügsamkeit. Ich kann als Pilger, um bei den großen... Ich kam als Pilger, um bei den großen geistige Führung zu finden. Doch diese kleine Insel hat mir alle Antworten gegeben, die ich brauche. Ein Weg hat nur so lange Wert, wie man ihn auch beschreitet. Und zurzeit begnüge ich mich damit, einfach nur an einem Ort zu sitzen. Setz dich und sei zufrieden. Nee, du, ich muss den Adler befreien. Keine Zeit. Ja, wir drücken hier mal den Schalter. Dankeschön. So, das war das zweite und da hinten ist der dritte. Irgendwo war noch so ein komisches gelbes Gedöns, aber ich weiß nicht mehr wo. Da hinten ist die Adlermutter. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ja. Nee. Da gehe ich mal nicht hin. Da musste ich da hin. Ich glaube nicht, oder? Oh, das ist. Ja. Ich habe es, wie gesagt, ausgetestet. Deswegen weiß ich die ersten drei Statuen. Und danach geht es hier nicht mehr so straight durch, sondern dann werde ich rumgucken und ja. Nicht mehr ganz so alles so locker flockig machen. So. Der Gottesmörder ist kein Mensch mehr, falls er es je gewesen sein sollte. Er ist mehr als das und gleichzeitig weniger. Hallo?
Ding kaputt? Andere Seite? Nee. Ah. Den Schalter stehen, Entschuldigung. Also spielerisch ist es, macht es richtig, mir macht es richtig Bock, aber ich weiß nicht, wie es ist zum Zugucken. Ob das dann vielleicht ein bisschen zu schnell ist und dann wird einem schlecht oder so, keine Ahnung. Ich sehe die Stele, lese die Geschichten meiner Vorfahren. Dieses Land war so schön, so friedlich, bis es von der Fäulnis des Gottesmeeres berührt wurde. Die Adlermutter hat diese Welt geboren, aber sie schreibt ihr nicht vor, welche Richtung sie einschlagen soll. Sie ruht hoch oben in ihrem Nest. Nur in Zeiten großen Glücks oder großer Gefahr steigt sie in unser Reich hinab. Ich habe gedacht, dann geht's ihr besser, aber sie sieht nicht wirklich verändert aus. Da oben ist noch so ein Lumsi. Ich weiß noch nicht genau. Kann ich da hochklettern? Also einfach nur so hochlaufen? Sieht so aus, oder? Ich weiß halt nicht, ob ich mich hier erstmal richtig umgucken sollte. Ja. Und dann erst weitermachen sollte, keine Ahnung. Und wie gesagt, wie es aussieht, gibt es hier keinen Fallschaden, jedenfalls habe ich noch keinen bekommen. Da hinten ist ein komisches Zeichen. Oder war das... Was bist du? Ich kann halt nicht selber zielen. Das ist halt das Einzige, was ein bisschen doof ist. Nur wenn die Dinger aktiviert sind, kann die schießen. Ansonsten macht sie es nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Vogel. Mama, zurück! Oder stürzen in den Tod. Können wir auch machen. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. So schnell kann es gehen. Da wissen wir jedenfalls, dass wir... Zur Vogelmama kommen. Ich wollte nur gucken, ob beim Boot nochmal was ist. Ganz eindeutig. Da oben war irgendwas Interessantes. Also es trifft nicht immer. Auto-Aim trifft nicht immer. Ja, ja, klar, Aro. Nur noch mal kurz beim Boot gucken. Doch, wirklich. Da ist eine rote Kugel. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Sieht nicht so gut aus.
Oh, cool. Einmal in die Hände klatschen und ihr geht's wieder gut. Prima. Alles wieder gut. Du hast ein Loch in der Brust. Danke. Irgendwas? Hallo? Was soll denn das? Die hätte sich mal wenigstens bedanken können. Nichts war. Das finde ich unhöflich. Hallo Tammy! Willkommen zurück. Guck mal hier, guck mal. Oh. Okay. Ein Adlerkopf, ein Zwei, ein Hirsch, ein. Keine Ahnung. Schlange? Schlange. Keine Ahnung. Und dem fehlt der Kopf. Bist du. War das ein Hai? Maharute! Oh! Tansahir, Shani. Hinfort mit dir, Jägerin. Dies ist kein Ort für Sterbliche. Du, warst du es, der diese Finsternis hat über die Welt kommen lassen? Ich bin hier, um deine üblen Taten ungeschehen zu machen. Närrin. Die Großen selbst fürchten mich. Wer bist du, dass du meinst, mich aufhalten zu können? Jetzt sieht es noch schlimmer aus als vorher. Ich bin der Gottesmörder. Und ich werde dieser elenden Welt ihr endgültiges Ende bereiten. Kind, hör mir genau zu. Du musst den Göttesmütter besiegen, du musst. Er hat sich auf die schwebende Insel zurückgezogen, um zum finsteren Gott zu werden. Aber du kannst ihm noch nicht dorthin folgen. Zuerst musst du meine Kinder von seinem Fluch befreien. Sie waren einst die Gottheiten dieser Welt. Jetzt sind sie verfluchte wilde Tiere in der Knechtschaft des Gottesmörders. Gott. Das sah aus wie eine Spinne. Läutere ihre Geister, begib dich zur schwebenden Insel und befreie diese Welt vom Übel des Gottesmörders. Geh jetzt, Kind, besteige den Turm, reise zum Festland. Nein. Bringe das Licht zurück. Der hat Maharute umgebracht. Oh mein Gott. Und ja, das war ein Hai. Oh mein Gott, ich möchte nicht gegen einen Hai kämpfen, dann ist das Spiel vorbei. Also hier, gegen einen Adler, kein Problem. Gegen einen Hirsch, okay, von mir aus. Gegen eine Schlange, das ist immer dabei im Spiel. Alles kein Problem. Und ja, ich weiß, die Spinnen sind auch meistens da, aber hier sieht keiner von den Köpfen so aus, als ob es eine Spinne ist. Aber gegen Hai, der Hai ist schon besiegt, oder? Ich kämpfe nicht gegen Haie. Aro schon wieder voll im Panikmodus. Oh. Hallo. Kleine Maharute. Na? Adlerstreiche. Oh! Bestes Spiel ever. Bestes Spiel ever. Man kann Tiere streicheln. Ist schon gut, ich tu dir nix. Du tust mir auch nix? Du leuchtest. Streichel den Adler, damit er wieder zu Kräften kommt. Wie geil! Okay. Super, Spiel hat schon. Oh mein Gott, wie hübsch sieht dieser Adler bitte aus?
Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Was bitte? Oh mein Gott, wie cool! Bestes Spiel ever auf jeden Fall. So. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wie? Sag bloß, du kommst mit. Guck mal, der läuft. Wie süß sieht das bitte aus? Der hoppelt. Der hoppelt mir hinterher. Oh. Oh, das ist nicht so gut. Ich glaube, da ist jemand runtergefallen. Weiß nicht, ob das so gut ist. Gibt's jetzt doch ein, ich kann runterfallen und bin dann tot, Ding? Wir gucken uns erstmal hier um, bitte, ja? Das. Die Augen von dem sind der Hammer. Voll hübsch. Ist das? Aha. Ja, klar. Heb mal 5 Tonnen. Kein Problem. Gut gemacht. Vielen Dank. Der sitzt auf meiner Schulter. Er saß auf meiner Schulter. Oh mein Gott. Entschuldigung. Geil. Hier gehen die Laternen an. Die Fackeln. Wir müssen alle Fackeln anzünden. Anzünden. Mir geht's gut. Ich liebe sowas. Und sind hier alle tot? Was ist hier passiert? Aber das ist realistisch. Junge Greifvögel hüpfen am Boden ihrer Bezugsperson hinterher. Also 10 Punkte für das Game für Realismus. 5 Punkte abgezogen dafür, dass der was schleppt. Das sah seltsam aus. ja. Ja, ich brauche das. So, dann geh mal bitte dahin. Und dann müssen wir das hier raufbringen. Und es ist auch noch ein Rätselspiel. Also es ist ein Rätselspiel und Kampfspiel. Yay. So, dann machen wir das. Und dann holst du das. Und dann kommst du bitte mit. Dankeschön. Ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Entschuldigung, Entschuldigung. Du musst es hier noch mitnehmen, bitte. Witten, man muss ganz viele Sachen mit dem Adler machen und hat dann voll die Bindung und so, weil man die ganzen Rätsel und alles Mögliche bestanden hat, Kämpfe und nachher am Ende stirbt er. Dann drehe ich voll ab. Er hat Angst. Alles gut, ich beschütze dich. Ich beschütze dich. Hör auf, meinem Vogel anzumachen. Was ist denn hier? Wenn hier Viecher sind, dann sehe ich sie nicht. Tut mir leid. Der traut sich nicht, die zu holen. Und die kann ich nicht holen, weil. Aber ich kann die nicht abschießen. Was habe ich übersehen? Da. Dann gehen wir mal da durch.
Alles gut. Wir machen den aus. Keine Angst. So. Einmal bitte das nehmen. Dankeschön. Der ist echt super. Du bist angekommen, Strand. Waldplateau, Kernusreich. Schwebende Insel, Nest der Adlermutter. Gebirgstundra, Kumusreich. Interessant. Redwood-Steppe, Saurusreich. Prärie, Nimuesreich. Ganz schön viele Tote. Drücke erst Space, um zu springen, und dann, wenn du dich in der Luft befindest, drücke Space erneut, um zu gleiten. Okay. Wie krass stark bist du eigentlich? Kann ich hier noch was machen? Nee. Mal gucken, ob ich irgendwas aktivieren kann, weißt du? Ich kann aber nichts sammeln, das macht mich ein bisschen krank. Ich will irgendwas sammeln. Gib mir irgendwas zum Sammeln. Achso, ja. Weißt du, hier Schriftrollen, irgendwas. Irgendwas muss ich auch sammeln können. Lass das mal hier stehen, bitte. Und dann bring mich mal darüber. Danke. Dann bringst du mich noch darüber. Und dann holst du das Teil wieder. Ohne Witz, ich hasse normalerweise Sidekicks in Spielen, weil die KI total dämlich ist. Aber der Adler ist bis jetzt echt gut. Der hört super. Bin begeistert. An was sind die gestorben, bitte? Hat der Gottesmörder alle umgelegt, oder? Oder die Fäulnis? Los geht's! Oh mein Gott, wie schön! Oh Gott, das war knapp. Uhu! Ja, ich weiß, man hat meine Leertaste gehört. Es tut mir leid. Ich habe etwas, Du kannst mit den Flügeln schlagen, während du gleitest. Sammle weitere Kristalle, um häufiger in der Luft mit den Flügeln schlagen zu können. Wenn du mit den Flügeln schlagen willst, beginne damit zu gleiten. Drücke während des Gleitens mit den Flügeln. Oh, wie cool! Entschuldigung. Der Adler scheint sich flüssig Kommandos geben zu lassen. Bloß nicht loslassen. Der Adler würde sie retten, denn er ist super. Ja, wieder auf meiner Schulter sitzt, ist schon mal geil.
Nur, ich hätte gerne, dass er sitzen bleibt, dass er nicht die ganze Zeit hinterher hoppelt. Kumpel, wo müssen wir hin? Ah. Wie hoch, Alter, das ist voll cool. Du Kamera, ja, es tut mir leid, ich bin noch nicht so. Wegen dem kleinen bisschen. Ah, Mist. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber ich denke doch mal. Hier hoch, oder?